Das Geschäft mit MP3-Playern, den Abspielgeräten für die digitalen Musikdateien, ist mittlerweile ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Im letzten Jahr wurden weltweit rund 130 Millionen der trendigen Geräte verkauft. Mit ihrem iPod verdient die Firma Apple heute mehr als mit Computern. Der Plattenladen war gestern. Heute wird Musik aus dem World Wide Web geladen. Die Voraussetzungen dafür wurden in Deutschland geschaffen. Professor Karl-Heinz Brandenburg hat das MP3-Format zusammen mit Kollegen am Fraunhofer-Institut in Erlangen entwickelt. Guten Tag, Herr Brandenburg. So. Wir würden gerne mal heute, könnten wir uns mal die Ergebnisse von den Praxiswerkstätten mal anhören, von das der Praxiswerkstatt. Das wäre toll, ja. Wollte ich Sie bitten, drüben Hörraum Platz zu nehmen. Mit seiner Doktorarbeit schuf der Professor für Medientechnik die Grundlage dafür, dass Musik- und Tondokumente heute mit geringem Qualitätsverlust auf bis zu 10% ihrer Datengröße komprimiert werden können. So geschrumpft lassen sie sich auf winzige Chips speichern oder problemlos per E-Mail verschicken. Bei der Entwicklung nutzte das Forscherteam die Eigenschaften des menschlichen Gehörs. Wir kennen das aus dem normalen Leben, wenn ich irgendwo bin in der Nähe einer Bahnstrecke, ein Zug fährt vorbei, ganz laut und ich war in einer Unterhaltung, dann höre ich plötzlich die Gesprächspartner nicht mehr. Deren Klang ist verdeckt vom Zug und dasselbe passiert in einem MP3-Encoder. Da wird circa 50 Mal pro Sekunde immer wieder die Musik angeschaut. Was ist hörbar und was ist verdeckt? Welche Teile der Musik kann ich wegleisen, ungenauer übertragen, so dass ich es trotzdem noch exakt so anhört wie vorher? Auch wenn die Fachwelt die wissenschaftlichen Datenkomprimierer zunächst belächelte, das Team vom Fraunhofer-Institut war von der Idee überzeugt. Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen und wurde unterschätzt. Doch ein Jahrzehnt später sollte MP3 den weltweiten Musikmarkt revolutionieren und damit zu späten Ehren kommen. Natürlich werde ich immer wieder daran erinnert und ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern vielen anderen im Team auch, dass man immer noch genau hinschaut und sagt, oh toll, so viele verschiedene Geräte werden jetzt da verkauft, ist schon etwas, um stolz drauf zu sein.